Zur bereits dritten Veranstaltung lud die regionale Projektgruppe ÖPNV für alle der Region Landkreis Leipzig-Nordsachsen wieder interessierte ÖPNV-Nutzer zum Mobilitätstraining ein. Treffpunkt war wieder einmal das Mehrgenerationenhaus PH9 in Grimma. Projektmitarbeiterin Jana Treffler-Klinger begrüßte die Gäste und freute sich, dass dieses wichtige Projekt zur Verbesserung der Mobilität um weitere 3 Jahre verlängert wird. Ziel ist es, den Nahverkehr, egal auf welcher Basis, zum Nahverkehr für alle zu gestalten. Die Entwicklungen in dieser Richtung, ob beim Angebot oder der Vertaktung zur Bahn, schritten in den vergangenen Jahren schnell voran, wobei es jedoch noch viel Potenzial gibt. Es ist nicht möglich, draußen bei PEP einen Fahrplan zu lesen, weil der zu weit oben hängt. Die Sprachausgaben sind nicht aktualisiert, weil die A-Linie fährt jetzt dort an der Turnhalle ab. Das wird nicht bei der Sprachausgabe angegeben. Und da kommt man immer ein bisschen durcheinander. Und nun bin ich sehr behindert, ich kann nicht von links nach rechts rennen, dass ich meinen Bus erwische. Die Anbringungshöhe der Fahrpläne ist ein sensibles Thema. Die Investitionen in Grimma dazu, zum Beispiel mit Sprechansagen an den Haltestellen, wurde aber sehr gelobt. Noch fehlende Aktualisierungen, wie in der Kritik geäußert, werden vorgenommen. Neue Layouts für die Fahrpläne sind in Arbeit, um diese auch aus dem Rollstuhl heraus lesen zu können. Auch das Angebot verbesserte sich. Neu ist das Abo für Senioren, die ab dem 65. Lebensjahr für 19,90 Euro im Monat das öffentliche Personennahverkehrsangebot nutzen können. Mobilität für alle schreibt sich die Regionalbus Leipzig GmbH deutlich auf die Fahnen. Mit einem Durchschnittsalter von knapp 8 Jahren hat das Unternehmen eine der modernsten Busflotten in Sachsen, ob in Sachen Umweltbilanz oder Transportmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen. Nach theoretischer Einführung ging das Mobilitätstraining in die Praxis über. Sei es das Aufmerksammachen bei Zusteigewunsch durch Handzeichen oder das Ein- und Aussteigen mittels Rollstuhl. Ob Lesbarkeit der Fahrpläne oder Erreichbarkeit der Tasten zur Sprachauswahl. Am Ende war man sich einig, ein solches Training ist ein Gewinn für alle.